Wisst ihr, was einfach das Problem immer mit solchen, ja, Daten, Fakten ist? Das Problem ist einfach, dass viele Leute nicht verstehen, wie gering diese Effekte sind, ja. For what it's worth, the glass is half full. I'm foolish, guess you were right. Doubted my whole life, but that all changes tonight. The price is going up, it ain't what it was in the past. I should get your last laugh. So, meine ganzen Power-Fitness-Freunde, Disziplin, Stärke, Erfolg auf jeden Fall heute wieder zu dieser Episode. Und wir werden uns heute ja ein gemeinsames YouTube-Video anschauen, wo es natürlich um die besten Saft- ja, bzw. Detox-Kuren geht für die Diät. Und an alle, die was jetzt im Podcast hören, wir sind ja jetzt natürlich auch live auf YouTube und ziehen uns jetzt gemeinsam dieses Video rein. Und ja, ich bin schon mega gespannt, was auf mich zukommen wird. Also keinen Plan. Wir werden jetzt mal reinschauen und dann schauen wir mal, was wir heute so lernen alle gemeinsam, ja? Good morning, good morning. We talk the whole night through. Good morning, good morning. Startet auf jeden Fall schon mal mit Energy, also gefällt mir, also läuft bei ihr. Good morning to you. Good morning. Nein, jetzt ist Schluss. Das war ein kleiner Auszug aus Singing in the Rain, Gene Kelly 1952. Ich bin ja ein großer Musical-Fan. Deshalb, wenn man manchmal so einen Ohrwurm hat, dann geht... Ich bin grundsätzlich kein Musical-Fan, aber ich war vor kurzem ja auf einem 50 Cent-Konzert. Das hat mir auch relativ gut gefallen. Aber gehen wir weiter im Video. Geht ja nicht mehr raus. Ich bin aber auch ein großer Fan von Gemüsesäften und die will ich heute mit euch machen. Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ich habe euch durch meinen Gesang nicht verschreckt. Ein guter Alles gut. Gemüsesaft am Morgen, der schickt euch richtig gut in den Tag. In der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wird empfohlen, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. In der Realität machen wir das nicht. Richtig. Deshalb ist so ein Gemüsesaft einfach auch toll, weil wir natürlich dadurch ganz viele Mineralien und Vitamine bekommen. Was alles erkläre ich euch gleich. Ich sage euch mal, was meine Zutaten sind. Sellerie, Stangen, Apfelrote Beete, Karotte und Ingwer. Wem jetzt eine Stabil. Zutat da nicht gefällt, bei manchen ist das vielleicht sogar die rote Beete, dann sage ich euch, Time out, nehmt euch zusammen, findet die Liebe zur roten Beete, denn sie ist so gut für uns. So. Findet die Liebe zur roten Beete. Das ist genau so eine Aussage, mit der man im Endeffekt Leute verschrecken kann. Ja? Also ich verstehe den Hintergrund, dass es einfach gute Nährstoffe etc. gibt, aber man muss halt hier einfach aufpassen, hey, wenn jemand irgendetwas nicht mag, dann kann man nicht sagen, du musst es dazu nehmen, weil im Endeffekt, so, du nimmst ihm den Spaß aus dem Ganzen, nimmst ihm ja die Freude von so etwas, ja, von so Saftkuren, beziehungsweise also Fruchtsäften oder auch Gemüsesäften, ja, was auch immer du dann machst. Und das große Problem ist nicht, dass jetzt Leute nicht nur einmal diese rote Beete nicht nehmen sollten. Das große Problem ist einfach, dass oft behauptet wird, dieses eine Lebensmittel, dieses eine Gemüse etc., das musst du dir reinziehen, dass das Ganze funktioniert. Ist natürlich totaler Schwachsinn, ja. Es gibt diverse verschiedene Gemüsearten, Obstarten, was auch immer, was diese Nährstoffe beinhalten. Und ja, wie gesagt, ich verstehe den guten Hintergrund, rote Beete, Top-Nährstoffe etc. Wenn du jetzt natürlich keinen Bock auf rote Beete oder was anderes hast, sollte natürlich auch kein Problem sein, ja. So, Freunde, und ansonsten aber ich verstehe den Hintergrund. Habe ich hier einen Entsafter, den werde ich euch verlinken. Der ist Bombe, muss ich sagen. Viele von euch wissen es ja vielleicht oder einige. Unterstützt durch Produktplatzierung. Läuft bei ihr. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja 12 Jahre lang ein Restaurant und dort habe ich auch zum Frühstück immer Säfte angeboten. Natürlich den klassischen Orangensaft, aber auch den Gemüsesaft. Und da hatte ich natürlich eine Gastro-Entsaftermaschine und so. Und dann habe ich gedacht, zu Hause braucht man das nicht, das ist auch. Aber man kriegt natürlich dann auch nicht die Menge und Qualität und aus dem Gemüse raus. Aber das stimmt nicht. Dieser kleine und feine Entsafter, der bringt alles und kostet ein Zehntel von dem, was ich damals für mein Gastro-Gerät ausgegeben habe. So, jetzt aber genug geplaudert. Gebe ich hier auf jeden Fall recht. Also meine Eltern haben ein Gasthaus und wenn du da qualitativ hochwertige Geräte hast, egal in welche Richtung, kosten auf jeden Fall gutes Geld. Dementsprechend so ein ja, günstigeren Entsafter wird für den Hausgebrauch sehr ich wahrscheinlich hier auch reichen. Gemüse, das habt ihr gesehen. Ich will euch kurz zeigen, ich spüle das nur ein bisschen mit der Bürste ab. Ich habe es natürlich in Bio gekauft. Und
dann schäle ich nichts und lasse da auch alles dran, weil wenn wir es nicht schälen, haben wir natürlich die Möglichkeit, noch mehr Mineralstoffe und Vitamine drin zu haben, weil in den Schalen ist ja viel. Und wenn wir auch noch zum Beispiel die rote Beete gut aus der Erde haben und auch noch ein bisschen was dran ist. Die rote Beete hasser, die kommen heute nicht weg. Die kommen heute nicht mehr weg, ja. Sagt er, denen wird heute alles entzogen, was sie an Freude haben. Also an alle rote Beete hasser, bitte schaltet dieses Video jetzt ab, ja. Ihr werdet uns sonst hassen für das Ganze. Aber nee, Spaß beiseite. Wenn man keine rote Beete mag, dann wird das jetzt kein Problem sein. Ja. Wie gesagt. Wenn ihr euch schon sowas macht, ja, und bitte macht es nicht als Diät, und den Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich kennen, ja. Aber wenn ihr sowas macht, weil ihr einfach gesundheitlich ein paar Mikronährstoffe reinbringen wollt, dann nehmt euch auch das, was euch schmeckt, ja. Schaut vielleicht, dass es jede Woche mal was anderes ist. Und es muss nicht immer dasselbe sein. Habt ihr auch die Möglichkeit, da noch den Zugang zu natürlichem B12 zu bekommen? Good morning, good morning. Na, 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 na. So, und während ich hier also brav und gründlich, aber nicht übergründlich das Gemüse wasche, möchte ich euch sagen, besucht Olala und Solala doch auch mal auf Instagram, da was dazu erzählen, was denn diese Zutaten alles machen. Sellerie ist natürlich... Jetzt bin ich aufgeregt. Also, was machen die Zutaten? Natürlich wirklich sehr, sehr wichtig, weil es dem Körper dabei hilft, nicht zu dehydrieren, weil es so viel Feuchtigkeit hat. Die rote Beete ist blutreinigend. Ingwer natürlich so desinfizierend und hilft uns, das Immunsystem zu steigern. Und bei der Karotte hat man festgestellt, bei Karottensaft, dass der MDA-Spiegel nach kurzer Zeit schon sinkt. Und der ist dafür verantwortlich, dass wir erkranken. Und dazu schreibe ich euch was in die Infobox. Deshalb ist das also eine perfekte... Wisst ihr, was einfach das Problem immer mit solchen Daten, Fakten ist? Das Problem ist einfach, dass viele Leute nicht verstehen, wie gering diese Effekte sind. Ja? Wenn jetzt eine Studie durchgeführt wird und es wird gesagt, du hast eine um 50% reduzierte Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu sterben, wenn du das und das und das zu dir nimmst, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon 0,0001%, dann ist es halt später 0,00005%. Ja? Und das ist einfach dieses große Problem, was immer behauptet wird, dass diese Stoffe gegen das helfen etc. Ja, es kann schon stimmen, dass diese ganzen Stoffe dagegen helfen. Ja, es gibt auch wissenschaftlich belegte Studien zu dem Ganzen. Aber meistens sind die Effekte einfach so gering, dass es einfach fast keinen Unterschied macht. Und das ist halt auch dieser große Punkt. Man müsste es über so einen langen Zeitraum konstant machen, um wirklich auch nur ansatzweise einen Unterschied zu merken oder zu bekommen, der was langfristig anhält. Und dementsprechend ist es immer mit Vorsicht zu genießen, dass man sagt, hey, wenn du das jetzt jede Woche trinkst, dann hast du diesen Effekt, ja, weil im Endeffekt, okay, die Stoffe sind wichtig, die Stoffe sind super für den Körper, aber letzten Endes sind die meisten Effekte einfach so gering, dass man nicht diesen Effekt bekommt, den man haben möchte, ja, und das sollte auch einfach jedem bewusst sein, dass man jetzt, nur weil man Karottensaft trinkt, nicht automatisch 10-mal weniger krank wird. Also da spielen natürlich viel mehrere Faktoren rein, genauso wie Reinigung des Blutes mit rote Beete. Wenn man genug trinkt, wenn man sich normal gut ernährt, so, dann wird das Ganze natürlich auch automatisch gemacht. Und dementsprechend, so, es ist zwar ja schön zu sagen für so ein Video, dass man das Ganze überzeugend rüberbringt. In der Praxis sieht es dann natürlich wieder anders aus. Aber ja, gehen wir einfach mal ins Video weiter. Perfekte Mischung. Das ist ein super Getränk für den Morgen. Und jetzt haben wir hier natürlich auch Kalium, Calcium, Magnesium, alles Mögliche drin, Vitamin A, Vitamin K, Vitamin C und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben also eine Mischung aus wasserlöslichen und fettlöslichen Vitaminen. Richtig. Und deshalb eignet es sich hier jetzt ganz gut, ein ganz klein bisschen Öl mit dazu zu geben. Ich merke mir das am besten immer so, falls ihr da eine Eselsbrücke braucht. Gebe ich hier grundsätzlich recht, ja, es gibt fettlösliche Vitamine, sprich Vitamine, die einfach nur mit Fett vom Körper aufgenommen werden. Was aber hier zum Beispiel nicht gesagt wird, ist, dass, okay, es ist wahrscheinlich besser, wenn man etwas Öl dabei hat, ja. Nur ist es für die meisten Leute einfach unnötig, weil die meisten Leute in so einem kurzen Zeitraum wieder etwas essen, beziehungsweise davor schon gegessen haben,
dass diese Vitamine auch aufgenommen werden, ja. Also wenn du jetzt etwas isst, dann geht dir das noch nicht von jetzt auf gleich, ja, sondern das Ganze wird natürlich verdaut. Und wenn du jetzt etwas Fettiges isst oder irgendetwas isst, wo halt Öl dabei ist, dann wird natürlich dieses Öl auch erst verdaut und dementsprechend ist das nicht so, dass wenn du kein Öl dazu gibst, ja, dass diese Vitamine dann nicht aufgenommen werden können. Also wenn du nicht ein extrem langes Zeitfenster davor und danach hast, wo du gar nichts isst, ja, dann kann sich der Körper diese Vitamine trotzdem holen, weil du natürlich trotzdem im Verdauungstrakt Fette hast, die was dann auch bei der Vitaminaufnahme helfen. Ja. Die Theorie stimmt, in der Praxis, wie gesagt, sieht es leider wieder ein bisschen anders aus, aber ja, weiter im Video. Dass alle Vitamine fettlöslich sind, die ich in diesem Wort EDK vereinen kann, so ist es meine Eselsbrücke. Und die anderen sind halt wasserlöslich. Deshalb solltet ihr jetzt wollen, dass ihr die Vitamine besser aufnehmt, dann macht ihr ein ganz klein wenig Öl damit zu. Da reicht wirklich eine Spur. Und dann könnt ihr so mit viel Power in den Tag starten. Läuft, läuft, Bier. Also sie hat auf jeden Fall Energy am Start. Also irgendwas wird es bewirken. Schmeckt herrlich. Und durch den Ingwer und durch den Sellerie ist auch die Erdigkeit, die ja einige Leute an der Roten Beete nicht so mögen, auch ganz abgemildert. Also immer diese Rote Beete heute. Keine Ahnung, was sie mit dieser Roten Beete hat. Aber anscheinend gibt es sehr, sehr viele Rote Beete-Hater dazu. Schreibt mal alle hier in die Kommentare oder mir auf Social Media, wenn ihr Rote Beete hasst, ja, wenn ihr die Roten Beete-Hasser seid, von der hier die liebe ja, Lala oder wie ich sie nennen darf, spricht. Also an alle Rote Beete-Hasser, ja, bitte mir melden. Mich interessiert das wirklich brennend, wer von euch da auf dieser dunklen Seite sich herumtreibt. Also ich hoffe, dass ich euch motivieren konnte, so eine Saftkur. Hier wird also jetzt ein Buch eingeblendet. Alles sauber oder was? Meine Reinigungsfibel für Körper, Haushalt und Umwelt. Ich weiß jetzt persönlich nicht, um was es hier geht, wenn sie sagt für Körper, Haushalt und Umwelt. Auf dem Foto sieht man zumindest ein paar Putzmittel auch. Dementsprechend verstehe ich jetzt nicht direkt, was sie uns damit sagen wollte oder ob sie in diesem Buch wirklich den Haushalt reinigt und den Körper durch angebliche Saftkuren. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Interessantes Konzept und ja, also wer gerne den Haushalt und gleichzeitig den Körper reinigt, auf jeden Fall abchecken. Und sich über 4 bis 6 Wochen zu machen. Damit reinigen wir den Körper, wir entschlacken den Körper, wir stärken das Immunsystem und wir kriegen wirklich eine ganze Menge Power, die wir ja sonst in dieser Konzentration niemals bekommen würden. Und weißt du, genau das ist das große Problem an dieser Scheiße. Und ich sag's wirklich so, wie es ist, weil es mich einfach so abfuckt und viele Leute glauben es immer wieder. Das Ding ist einfach, der Körper entgiftet sich zu 100% selber, ja. Wenn du jetzt hergehst und du machst eine Saftkur, wo dein Körper sich entgiften soll, dann passiert hier absolut gar nichts, außer dass der komplette Darm einmal leer wird. Hat es irgendwelche Vorteile für deinen Körper? Eigentlich überhaupt nicht, außer dass du dauerhaft Hunger hast, zu wenig Hormone bekommst, weil die Hormonproduktion eben gebremst wird von dir, ja, wenn du dauerhaft eine Saftkur machen würdest und es im Endeffekt sehr, sehr ungesund ist, weil du nicht die Nährstoffe bekommst, nach denen dein Körper schreit, ja. Und das ist auch so dieses große Problem, was eben viele Leute da draußen haben. Sie reden sich halt ein, hey, ich muss den Körper entschlacken, entgiften, hin und her, was sie aber nicht verstehen ist, dass die einzige wirkliche Entgiftung, die der Körper ja haben kann, die Entgiftung eine klinische Entgiftung ist und diese Entgiftung wird nur ja, gemacht, wenn du zum Beispiel eine Alkoholvergiftung hast, ja. Und dementsprechend so, dein Körper entschlackt sich mehr oder weniger jeden einzelnen Tag durch den Stuhlgang selber und von dem her ist es eigentlich totaler Bullshit, irgendetwas zu machen in dieser Richtung, weil man den Körper reinigen will, ja. Es hat absolut keine Vorteile, es ist gesundheitlich brutal vom Nachteil, es gibt Leute, die werden durch Saftkuren depressiv, weil sie eben diese Nährstoffe nicht bekommen. Der Hormonhaushalt wird komplett gecrashed dadurch und es gibt einfach viele Leute, die was wirklich in einer Depression wegen so etwas landen. Und deswegen so dieses gefährliche Halbwissen ist halt hier immer wieder ein großes Problem
Und deswegen sollte man auch bei so Videos extrem, extrem vorsichtig sein. Vor allem, ja, wird hier natürlich mit guter Laune etc. Werbung gemacht, was halt einfach Bullshit ist, ja. Heißt, dein Körper braucht gewisse Nährstoffe am Tag. Wenn du ihm diese Nährstoffe gibst, dann ist er good to go. Ob du jetzt am Tag Vormittag nichts isst, am Nachmittag nichts isst, ob du generell nichts isst und nur Säfte trinkst, ist deinem Körper mehr oder weniger egal, ja. Solange er die Nährstoffe bekommt, die er braucht, um funktionieren kann. Und die meisten Leute bekommen halt einfach nur Hunger, beziehungsweise haut halt den Hormonhaushalt zusammen, weil sie einfach nicht das bekommen, was sie brauchen. Also deswegen, ja, in dieser hohen Konzentration, wie die Dame es hier beschreibt, ist diese Energie also nicht. Und dementsprechend bitte, 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 wenn du so etwas machst, ja, gesundheitlich super, wenn du es trinken willst, keine Frage. Aber du solltest natürlich normal dazu essen, dass du auch wirklich normale Nahrungsmittel zu dir nimmst und auch die Nährstoffe bekommst dadurch. Weil die Menge an Gemüse, die ich jetzt hier reingemacht habe, die würde ich ja als Gemüse jetzt zum Morgen auch gar nicht essen können. Ihr wisst trotzdem, dass ich ein großer Fan von Ballaststoffen bin. Die haben wir jetzt hier so ein bisschen vernachlässigt, aber wir haben schon noch einige drin. Deshalb immer das Beste aus jeder Kur nehmen. Und so eine Saftkur gibt wirklich viel Power. So, das war's im Prinzip. Ja, also wie gesagt, einige Sachen muss man ja leider sagen, dass sehr viel aus der Theorie gesprochen wird, sehr, sehr viel daraus gesprochen wird, hey, keine Ahnung, wie könnte es sein, was sagt die Studienlage in minimalster Lage dazu, beziehungsweise halt gefährlichen Halbwissen mit diesen ganzen Entschlacken, Entgiften und so weiter. Ja, wenn du jemals so ein Video siehst, dann bitte, bitte glaub dem Ganzen nicht. Ja, es ist sehr, sehr gefährlich. Du kannst deinem Körper sehr, sehr viel schaden damit. Und das sage ich dir auch als ausgebildeter Ernährungsberater. Und dementsprechend, ja, das ist einfach wichtig für dich. Und ja, das Video war jetzt leider ein bisschen fail, muss ich sagen. Aber was soll man sagen? Das ist halt einfach das Internet, wie es da draußen das Ganze gibt. Also fall nicht auf das Ganze rein und ja, bleib bei deinem normalen Essen.